Willkommen zu unserem neuesten Video. Wir fangen heute mal auf der Rückseite der Innenstation an. Und zwar möchten wir heute einen externen Klingeltaster, einen Etagenruf anbinden. Und die Anbindung erfolgt über dieses Flachbandkabel an diesem Stecker. Die Bezeichnung der einzelnen Adern finden wir hier. Alarm in 1, in 2, in 3, in 4, GND und so weiter. Wir benötigen jetzt in 1 und GND, um unseren Etagenruf anzubinden. Dafür stecken wir einfach dann hier das Kabel einmal ein und gehen dann auf die Vorderseite der Innenstation. So, wir sehen jetzt hier einmal unser Menü. Zuallererst müssen wir jetzt einmal auf Einstellungen gehen. Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann auf Alarmeinstellungen. So, hier haben wir jetzt unsere verschiedenen Zonen. Jetzt müssen wir die Zone 1 auf Türklingel stellen. Einmal mit OK speichern. Und ganz wichtig ist noch, Alarmausgang muss eingeschaltet sein. So, jetzt können wir unseren Etagenruf oder unseren externen Klingeltaster potentialfrei mit diesen beiden Adern verbinden. Der Klingeltaster hält dann quasi diese beiden Drähte zusammen. Und wir sehen, wir werden benachrichtigt, sobald jemand dann den Taster drückt.